Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir wollen euch heute die Prüfungsstrecke Lauf am Holz zeigen und wir starten wie gewohnt am Business Tower. Hier haben wir TÜV Süd in der Edisonstraße 150 und es geht los. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem letzten Video, wir fahren hier mit Schrittgeschwindigkeit auf dem TÜV-Gelände. Heute regnet es wieder, was mir gefällt, weil dann können wir auch den Scheibenwischer zum Einsatz bringen. Ich habe wieder ein schaltgetriebenes Fahrzeug dabei, das heißt also Schrittgeschwindigkeit fahre ich hier im ersten Gang und lasse die Kupplung voll raus. Dann fahren wir ca. 4 bis 7 km/h. Das wäre jetzt die Schrittgeschwindigkeit. Hier fahren wir einmal um das TÜV-Gebäude herum. Der Prüfer ist jetzt zugestiegen. Ihr habt die technischen Fragen beantwortet. Auch dazu haben wir euch ein extra Video bereitgestellt. Und dann geht die Prüfungsfahrt los. So, fängt also ganz gemütlich an. Der Vorteil hier an der Ostendstraße ist, wir fahren immer gleich. Das heißt also, hier wird nach rechts rausgefahren. Verschafft Sicherheit in der Prüfung, weil ihr das schon etliche Male in der Fahrschule gefahren seid. Beim Rausfahren wieder hier Fußgänger und Radfahrer beobachten, links und rechts schauen, dass da niemand kommt. Und dann haben wir hier diesen Baum, da müssen wir uns vorwärts tasten, bis wir vorbeischauen können. Und dann sind wir in der Ostendstraße. Geht gleich los mit 30 km/h. Wir haben das gelbe Verkehrszeichen, die Vorfahrtsstraße. Das heißt also, wir können hier ganz relaxed fahren. Zur Erinnerung, hier war die Ampel mit zwei Haltestreifen. Wenn die Ampel schaltet, bitte bei Rot hier halten. Hier haben wir das Verkehrszeichen dazu. Kommt dann im Prinzip in jeder Prüfung dran, die Situation. Und ab hier dann können wir 50 fahren. Von hier aus fahren wir weiter bis nach Lauf am Holz. Ist erstmal ganz gemütlich. Verschafft auch wieder Sicherheit. Die Sachverständigen vom TÜV sind also auch darauf bedacht, euch einen Wechsel von Anspannung und Entspannung zu gewähren. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit angestrengt in 30er-Zonen fahren, sondern es sind auch immer wieder Strecken dabei, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, wo man gemütlich gerade ausfahren kann. Aber auch hier bitte immer wieder den rückwärtigen Verkehr im Innenspiegel beobachten, gerade wenn die Ampel rot auf rot umspringt. Danach entscheidet ihr, ob ihr etwas stärker oder etwas vorsichtiger bremst, je nachdem wie der Verkehr hinter euch ist. Auch in der Prüfung bitte die Start-Stopp ausnutzen. Jetzt ist der Motor ausgegangen, ich bin im Leerlauf. Sobald ich die Kupplung getreten habe, springt der Motor wieder an. Hat den Vorteil, dass wir jetzt keinen Kraftstoff verbrauchen. Ihr solltet auch nicht bloß sicher und gewandt, sondern auch umweltfreundlich in der Prüfung fahren. So, jetzt hat sich hier so ein bisschen Nebel auf die Scheibe gesetzt, sich so die Lüftung ein bisschen anschalten, das bitte alles selbstständig machen, damit der Prüfer weiß, ihr kennt euch mit dem Auto aus. Ja, auch das vom Fahrlehrer zeigen lassen, wenn wir das mal vergessen haben, wenn ihr kein schlechtes Wetter hattet während eurer Fahrausbildung, dann lasst es euch zeigen. Der Bus fährt hier ein, der blinkt links, das heißt also, ich muss den Bus einfahren lassen. Für lange Geradeausstrecken nutze ich beim schaltgetriebenen Fahrzeug den vierten Gang. Die meisten Fahrschüler machen aber gar keine Prüfung mehr auf dem schaltgetriebenen Fahrzeug, sondern die machen die Klasse B 197. Das heißt, während der Ausbildung kann ich sowohl Automatik als auch Schaltung fahren.
und kann dann die Prüfung auf Automatik getriebenen Fahrzeug machen. Auch das bringt wieder ein bisschen Sicherheit. Ich muss nicht schalten, muss nicht mit der Kupplung umgehen. Das heißt also, 90% der Fahrschüler bei uns in der Fahrschule machen die Klasse B197 und dürfen auch dann später beides fahren, sowohl Automatik als auch schaltgetriebene Fahrzeuge. So, auch immer in die Kreuzung reinschauen, ob Gegenverkehr kommt, ob sich alle an die Verkehrsregeln halten. Grundsätzlich darf ich darauf vertrauen, es gilt der Vertrauensgrundsatz. Trotzdem sollte ich mich absichern. Hier müssen wir also keinen Stress machen. Wir dürfen immer in der rechten Spur bleiben, auch wenn es da hinten und wieder der Verkehr stockt. Hier haben wir auch eine interessante Situation. Bus mit Warnblinkanlage. Das heißt, ich muss jetzt die Geschwindigkeit reduzieren auf Schrittgeschwindigkeit 4 bis 7 km/h. Der Bus kippt, das heißt, er fährt gleich wieder los. Der Blinker wird gesetzt. Wenn der jetzt noch länger an der Haltestelle gestanden wäre, wären wir in Schrittgeschwindigkeit vorbeigerollt. So, wir sind jetzt in Lauf am Holz und nähern uns gleich den ersten Prüfungsstellen, wo wir in 30er-Zonen reinfahren. Auch hier immer wieder den Bus mit Warnblinkanlage. So, wir haben jetzt die ganze Zeit zwei Fahrstreifen in unsere Richtung gehabt. Weiter vorne kommt jetzt eine Fahrbahnverengung. Da endet der linke Fahrstreifen. Es wird auch angekündigt mit Verkehrszeichen. Da wir permanent in der rechten Spur unterwegs sind, müssen die Autos im linken Fahrstreifen zu uns rüber wechseln. Es gilt das sogenannte Reißverschlussverfahren. Das heißt, jeder Fahrer in dem durchgehenden Fahrstreifen muss einen aus dem endenden Fahrstreifen reinlassen. So, hier haben wir das Verkehrszeichen dazu. Ich beobachte schon mal im linken Spiegel die anderen Verkehrsteilnehmer, lasst ein Fahrzeug rein, mache noch mal kurz einen Schulterblick links und dann haben wir das Problem hier gelöst. So, hier weiter vorne kommt die Avia-Tankstelle. Mit Ampel, an der Ampel wollen wir rechts abbiegen. Ich beobachte Innenspiegel, Außenspiegel, blinke, schalte in zweiten Gang, lasse die Kupplung raus. Mit ca. 20 km/h unter Verkehrsbeobachtung kann ich abbiegen. Das heißt also, auch der Schulterblick gehört mindestens einmal, besser zweimal dazu. Dann haben wir jetzt hier die 30er-Zone. Ich habe die Einzelvorfahrt. Das heißt also, wir beobachten zwar, fahren aber weiter. Und jetzt möchte ich nach rechts abbiegen. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker. Blick nach links, kommt ein Fahrradfahrer. Ich habe Vorfahrt, kann ich weiterfahren.
Und die Frau, die möchte nicht so richtig laufen. Dann können wir weiter. Wir wollen gleich wieder links abbiegen. Das ist jetzt ein bisschen individuell. Je nach Lust und Laune des Sachverständigen vom TÜV fahren wir hier in die 30er-Zone rein. Hier bietet sich an, mal einzuparken. Zeige ich euch kurz das Rückwärts-Einparken. Auch dazu ein paar Punkte. Wir bleiben Spiegel an Spiegel neben dem Fahrzeug stehen. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Schau nach hinten raus, das beobachtet den Verkehrsraum. Dann nehme ich kurz die Kamera. Möchte ich euch aus der anderen Perspektive was zeigen. Ich sehe jetzt im hinteren Fenster das Auto. Ich fahre jetzt so weit zurück, bis das Auto hinter der B-Säule verschwindet. Und dann bleibe ich stehen, beziehungsweise kann ich die Fahrt langsam fortsetzen. Lenk voll ein und mache zwischen den beiden Fahrzeugen einen 45-Grad-Winkel. Könnt ihr auch so daran erkennen, dass das Rücklicht von dem Fahrzeug jetzt ungefähr in der Mitte eures vorderen Seitenfensters ist. So, ich setze die Fahrt fort, beobachte und während ihr jetzt rollt, lenkt ihr wieder nach links ein. Bis der Bordstein im Seitenspiegel parallel zum Auto sichtbar ist. Dann rutschen wir nach vorne auf, wir parken sparsam. Und dann ist die Grundfahraufgabe rückwärts einparken gelöst. So, bevor wir rückwärts fahren, wieder der Blick nach hinten. Verkehrsraum beobachten, blinken zum Losfahren, Schulterblick machen, dann geht die Fahrt weiter. Insgesamt müssen wir drei Grundfahraufgaben machen. Die erste haben wir jetzt gelöst. Kommt eine Rechts-vor-Links-Kreuzung vor uns. Auch wieder vorsichtig annähern, ca. 20 km/h, Füße, Aufkupplung, Bremse legen, bremsbereit sein, links und rechts schauen. Wenn die Sicht eingeschränkt ist wie hier, nehme ich den ersten Gang und fahre ca. 10 km/h. Dann machen wir hier eine zweite Grundfahraufgabe. Nach der Kreuzung wollen wir rückwärts nach rechts um die Kurve fahren. Bei unserem VW haben wir ein ganz schönes Feature. Ich kann den Spiegel auf rechts einstellen und mit dem Rückwärtsgang senkt sich dann der Spiegel nach unten ab. So kann ich also während der Fahrt den Bordstein schön beobachten. Ich stelle es noch mal ein bisschen nach. So, also Verkehrsraum beobachten nach hinten, Fußgänger absichern und jetzt unter Beobachtung des rechten Seitenspiegels entlang des Bordsteins rückwärts nach rechts fahren. Nähert sich ein anderer Verkehrsteilnehmer, müsst ihr warten. Sollte jetzt nicht mehr wie 30 cm vom Bordstein entfernt, rückwärts nach rechts um die Kurve fahren und dann parallel zum Bordstein stehen bleiben, sobald ihr hier aus der Rundung raus seid. Das wäre also die zweite Grundfahraufgabe, wieder unter Beobachtung von Spiegel, Blinker und Schulterblick. Fahren wir nach links weiter. Wir haben wieder die Rechts-vor-Links-Kreuzung.
muss also deutlich langsamer fahren wie 30, links und rechts schauen. Dann wollen wir nach links abbiegen, wieder Spiegelbeobachtung, Blinker, rechts vor Linkskreuzung mit Bremsbereitschaft. Hier schalte ich sogar in den ersten Gang, weil links die Sicht eingeschränkt ist. Und hier haben wir dann mehrfach rechts vor links. Auch wenn wir von Weitem schon sehen, dass niemand kommt, bin ich bremsbereit und schaue in die Kreuzung rein. Ja. Da müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben für die Sachverständigen vom TÜV. Die kennen ihn euch nicht, die wissen nicht, ob ihr rechtzeitig die Verkehrslage überblickt. Deswegen immer bremsbereit seid, immer den Kopf in die Kreuzung reindrehen. Dann kann der seinen Haken drunter machen und weiß, dass wir geschaut haben. Ich gebe auch bei dem rechts vor links erst wieder Gas, wenn ich ca. 100 Meter in die Kreuzung reinschauen kann. So, auch hier wieder Straßenname, die Brandstraße, weist auf das rechts vor links hin. Und dann kann ich wieder Gas geben. So, auch hier rechts vor links. Bisschen besser einsehbar. Ich bin trotzdem bremsbereit und drehe meinen Kopf in die Kreuzung rein, schaue. Hier haben wir dann wieder unseren Fußgängerüberweg. Ich reduziere auf 20 km/h. Bin bremsbereit. Schau links und rechts. Muss hier auf die linke Fahrbahnseite wechseln. Und zum Zurückwechseln auch bitte Verkehr beobachten und Schulterblick machen. So, hier haben wir das erste Mal das mehrspurige Abbiegen. An der Ampel wollen wir nach links abbiegen. Wenn ihr das rechtzeitig erkennt, nehmen wir den rechten Fahrstreifen. Ja, ich halte hier kurz an, dann können wir das besser überblicken. Wir haben zwei Fahrstreifen und einen Rechtsabbieger. Ja, der Sachverständige möchte jetzt nach links abbiegen. Wir bleiben im rechten Fahrstreifen. Um dann im weiten Bogen nach links abzubiegen und auch wieder im rechten Fahrstreifen rauszukommen. Wenn ihr merkt, ihr seid versehentlich im linken Fahrstreifen eingeordnet, ist das kein Fehler. Wir müssen dann nur den Bogen etwas enger ziehen und in den linken Fahrstreifen rauskommen. So. Um das Ganze ein bisschen zu verorten, wir sind jetzt an der Kreuzung Lauf am Holzstraße, Moritzbergstraße. Schaut es nochmal bei Google nach. Fahrt mit euren Freunden, Verwandten die Kreuzung mal ab. Je öfters ihr euch mit der Kreuzung beschäftigt, desto leichter fällt es dann auch in der Prüfung. Wir wollen dann an der nächsten Ampel wieder links abbiegen. Ich mache den Fahrstreifenwechsel. Spiegelbeobachtung, Blinker, Schulterblick. Und dann wollen wir an der Ampel nach links abbiegen. Dann können wir links abbiegen, wenn kein Gegenverkehr mehr kommt. Bitte hier gleich das erste rechts vor links beachten. Das ist ein bisschen versteckt hinter dem Flaschencontainer am Dehner. Auch hier wieder rechts. Schauen, bremsbereit sein und dann die Fahrt fortsetzen. Hier das zweite rechts vor links, auch wieder Fuß auf Kupplung und Bremse legen, reinschauen und erst wenn wir 100 Meter Sicht haben, Gas geben. Auch hier haben wir wieder einen Fußgängerüberweg, Zebrastreifen,
die Geschwindigkeit auf 20 reduzieren, links und rechts schauen. So, und dann lieber ein bisschen vorsichtiger, wenn wir unsicher sind, ob der Fußgänger kommt. Defensiv verhalten. Bei jedem Hindernis muss ich links und rechts blinken und den Verkehr absichern. Dann wollen wir hier nach links abbiegen. Und hier bietet sich eine gute Gelegenheit für die dritte Grundfahraufgabe, das ist unsere Gefahrbremsung. So, dazu kurz ein paar Worte. Die Gefahrbremsung sollen wir also aus 30 km/h durchführen. Der Fahrlehrer sichert für euch den Verkehr ab und ihr sollt die Gefahrbremsung wirklich erst dann machen, wenn der Fahrlehrer ein Signal gibt. Bei mir heißt das Signal jetzt. Wenn ich jetzt sage, dann sollt ihr also fest auf Kupplung und Bremse schlagen. Das Ganze probieren wir aus. Bevor ich losfahre, muss ich den Verkehr absichern. Schau im Spiegel. Der Fahrlehrer sagt auch erst dann jetzt, wenn ich 30 km/h erreicht habe. So, dann geht's los. Jetzt. Also. Vielleicht habt ihr das Geräusch ein bisschen gehört. Die Fahrbahn ist heute ein bisschen nass, das heißt, es ist rutschig. Und wenn ich jetzt voll auf Kupplung und Bremse draufschlage, dann arbeitet das ABS und das ist das, was wir jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund gehört haben. Bevor ich jetzt die Fahrt fortsetze, müsst ihr auf jeden Fall den Verkehr beobachten, in den Spiegel schauen, linken Spiegel blinken und auch Schulterblick machen. Das gehört fest zu der Grundfahraufgabe Gefahrbremsung dazu. Als letzte Aufgabe habe ich hier das Wenden im Wendehammer. Das wäre sogar eine vierte Aufgabe. Auch da immer Blinker und Schulterblick machen. Und rund ums Auto den Verkehr beobachten. So, wir fahren dann zurück. Und dann nochmal das mehrspurige Abbiegen mitzunehmen. Auch das ist möglich, dass das mehrfach in einer Prüfungsfahrt drankommt. Hier haben wir auch eine ganz schöne Situation. Wieder den Fußgängerüberweg mit anschließendem rechts vor links. Also hier doppelt aufpassen, links, rechts schauen und dann nochmal nach rechts konzentrieren, dass da keiner aus der Straße rauskommt. So, hier wieder ein Hindernis, wieder Blinker, Spiegel, Schulterblick. Und wir befinden uns hier in der Habburger Straße und wollen nach links in die Lauf am Holzstraße fahren. Ich fahre das mal absichtlich in der linken Spur. Ja, wir haben jetzt hier doppelte Markierung. Ich kann jetzt mal ganz langsam fahren. In beiden Spuren darf ich nach links abbiegen. Ja, das müssen wir bemerken, nicht, dass wir in der linken Spur reinfahren und während des Abbiegens versehentlich in der rechten Spur rauskommen. Das wäre dann eine Gefährdung. Bei jeder Gefährdung wäre dann die Prüfung leider nicht bestanden. Das heißt also, ich habe jetzt bemerkt, aus Versehen bin ich in der linken Spur gelandet, obwohl ich nicht zweimal nach links abbiegen möchte. Wird nicht als Fehler gewertet, sondern ich kann jetzt einfach
in die linke Spur fahren und anschließend einen Fahrstreifenwechsel machen. So, ich auch einen Schulterblick nach rechts, den rechten Fahrstreifen beobachten. Jetzt muss ich nicht sofort in die rechte Spur, sondern kann mir Zeit nehmen, erstmal Geschwindigkeit aufbauen, dann den Verkehr beobachten, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker setzen, Schulterblick machen und dann in Ruhe den Fahrstreifenwechsel wieder nach rechts durchführen. So, wir sind jetzt also in der Prüfungsstrecke, haben wir jetzt mehrere Aufgaben gefahren. Wir haben das mehrspurige Abbiegen gemacht. Wir sind in der 30er-Zone unterwegs gewesen. Was jetzt noch fehlt, ist Fahren außerorts. Das heißt also, der Prüfer wird jetzt im weiten Bogen über den Wördertalübergang Richtung Autobahn fahren und dann wieder zurück zum TÜV zu fahren. Wir kürzen das Ganze heute ab und fahren direkt zum TÜV. So, wir haben jetzt schön zweispurige Straße. Kurz vorm TÜV gibt es aber noch mal eine Verengung. Die wollen wir euch jetzt noch vorstellen, bevor wir wieder aufs TÜV-Gelände fahren. Entweder der Sachverständige lässt euch jetzt gleich in die linken Fahrstreifen wechseln oder er wartet, bis ihr das selbstständig macht. Hier vorne stehen an der Straßenbahnhaltestelle nämlich immer Fahrzeuge. Das ist eine Verengung. Und jetzt mache ich spätestens den Fahrstreifenwechsel in die linke Spur. Befinde mich jetzt im linken Fahrstreifen. Und jetzt bitte darauf achten, wenn hier ein Bus oder eine Straßenbahn geradeaus weiterfährt, hat die gleichzeitig mit euch grün. Nochmal absichern als letzte Hürde. Und jetzt hier ein bisschen versetzt zur Schiene fahren, nicht mit dem Reifen direkt auf der Schiene fahren. Momentan haben wir hier einen Busstreifen markiert. Auch während der Prüfung dürfen wir hier ausnahmsweise über die durchgezogene Linie fahren, sonst würden wir einen zu großen Umweg in Kauf nehmen müssen, um zum TÜV zurückzukommen. Das ist also hier mit dem Sachverständigen abgesprochen. Und dann nochmal schauen links, rechts, dass keine Fußgänger oder Fahrräder kommen. Wir rollen in Schrittgeschwindigkeit wieder zurück zum TÜV in die Ostendstraße 150 und parken dann direkt hier, stellen wir das Fahrzeug ab. Dazu noch ein paar Worte. Ihr solltet also jetzt den eingeschalteten Scheibenwischer ausschalten, den ersten Gang eingelegt haben, die Handbremse ziehen, dass die Kontrollleuchte auch wirklich leuchtet. Hier habe ich noch zusätzlich die Parkkontrollleuchte, den Motor ausschalten, Schlüssel abziehen und das Lenkrad diebstahlsicher verriegeln. Zum Schluss gehört noch das Aussteigen dazu, den Gurt lösen, den holländischen Griff anwenden. Das heißt, ich tue mit der rechten Hand die Tür öffnen und schaue, bevor ich aussteige, nach hinten. So, das war also die Prüfungsstrecke Lauf am Holz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zur Erinnerung, es gibt keine festgelegten Prüfungsstrecken, sondern es gibt Schwerpunkte, die der Prüfer individuell anfährt. Wir haben die für euch zusammengefasst in der Prüfungsstrecke Lauf am Holz. Und denkt immer daran, stumpf ist spitze.